Hey Leute, was geht und willkommen zu dem Video. Ich möchte euch jetzt hier einfach kurz erklären, wie das so nächste Woche ablaufen wird, wenn ich auf der Gamescom bin. Also ihr wisst, heute ist Samstag, morgen ist Sonntag, heute am Sonntag, also heute am 20.08. tut ja Microsoft um 21 Uhr deren Gamescom so machen, also die machen die schon heute. Diese werde ich noch hier, von hier aus jetzt live übertragen. Dementsprechend könnt ihr gerne um 21 Uhr hier vorbeischauen. Morgen ist EA dran, auch dies werde ich hier nochmal übertragen. Und morgen bin ich auch noch zu Hause. Dienstag mache ich mich los zu Gamescom. Ja, Mittwoch, Donnerstag bin ich auf der Messe. Und die anderen Tage habe ich dann noch Ferien, dazu gleich was. Ich werde nach der Messe am jeweiligen Tag halt immer so einen Stream machen. Und euch im Generellen über die Messe auf dem Laufen halten, über Twitter, Instagram und YouTube. Für Videos ist ein bisschen was vorgesorgt, alle 2 Tage oder so kommt mal ein Video. Also jetzt, ich habe nicht so krass viel voraufgenommen, aber was wir tun habe, ist definitiv ein bisschen was voraufgenommen. Und das kommt dann eben jetzt an die Tage, ist aber nicht so krass viel. Und das geht ungefähr bis Sonntag. Nächste Woche Montag bin ich wieder hier. Da mache ich dann noch einen kurzen Stream. Also Montag bin ich hier, da stream ich auch ein kleines bisschen was. Also quasi morgen in der Woche. Und direkt darauf am Dienstag bin ich dann nochmal für 2 Wochen in Urlaub. In dieser Zeit kommen dann keine Videos. Also da ist wirklich Urlaub, da mache ich 2 Wochen Sommerpause, da kommt nichts. Und quasi immer wie die Schule wieder beginnt, also das ist so, weiß der 13. Oktober oder sowas, keine Ahnung. Nicht Oktober, sondern September meine ich, sorry, geht's dann wieder los. 12. oder so, glaube ich. Also irgendwann so um den Dreh geht's dann wieder los. Das heißt auch gut, weil es, wie gesagt, ich übertrage jetzt heute die EA-Präsentation, die Microsoft-Präsentation zu Gamescom, morgen die EA-Präsentation, den Rest muss es hauen. Es haut halt einfach zum Ankündigung auf Twitter, da werdet ihr darüber quasi, kommt ihr gescheit gesagt, wie das ist. Und ich habe ein paar Videos vorproduziert, die kommen sind noch die Tage, während ich auf der Messe bin. Und es gibt auch reichlich Videos und Eindrücke von der Messe. Das geht dann so bis Sonntag. Montag bin ich wieder da. Stream ist ein kleines bisschen. Wird nicht viel sein, aber ein kleines bisschen. Und dann geht es für mich erstmal 2 Wochen in den Urlaub. Und in diesen 2 Wochen ist hier quasi Pause. Das heißt, jetzt kommt ein abgespeckter Vorab noch Videos, bevor es in die Pause geht. Da wird es nach der Pause Anfang September dann so richtig starten wieder durch. Mit richtig coolen neuen Projekten, alten Projekten. Darauf könnt ihr euch definitiv freuen. Und ich kann heute leider übrigens nur Microsoft-Präsentationen zeigen. Kein Gameplay mehr spielen. Weil ich meine Capsule-Card bereits eingepackt habe. Eventuell tue ich morgen noch was streamen. Muss es schauen, vielleicht packe ich ihn nochmal aus. Jetzt habe ich sie erstmal eingepackt. Deshalb kommt heute Abend definitiv nur der Microsoft-Stream. Kein Gameplay. Eventuell mal morgen nochmal ein Gameplay-Stream, so vor der Gamescom. Mal sehen. Jetzt wisst ihr Bescheid, wann, wie, was, wo ist. Jetzt wisst ihr auch Bescheid, dass ich nach der Gamescom vor 2 Wochen in den Sommerurlaub gehe. Ich denke mal, wir sind Bescheid. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend um 21 Uhr zum Microsoft-Stream. Ich fange mal an, so eine Viertelstunde, als Press, Viertel vor 9 an zu streamen, einfach um uns mal ein bisschen drauf einzuhypen und drauf einzugehen, was wir dann so... So, das war's mit Fidget Spinner, den ich hier mit der Grund habe. Also ein bisschen darauf einzugehen, was meiner Meinung nach EA denn so alles bringen wird. Weil ich glaube, es wird eine ganze Reihe an Sachen sein, die EA bringen wird. Microsoft, nicht EA, sorry, Microsoft. EA ist morgen dran. So, egal, ist recht nicht viel zu sagen. Ich wollte einfach nur in 1-2 Minuten kurz sagen, was Sache ist. Ihr wisst Bescheid, das war's mit dem Video. Ich hoffe, so, das Mittel hier hochgesagt. Also, nein, ich wollte es nicht. Also, so Leute, wir sehen uns hoffentlich, wie gesagt, heute Abend am Stream oder eben auf der Gamescom. Das ist jetzt verdammt nochmal geil. Und ja, das Stream sind heute Abend geordnet von Gamescom-Streams. Das heißt, da wird so sein wie anderen Gamescom-Streams. Nur mal auch, das heißt, ich werde den Stream heute Abend von meinem Trash-Computer aus machen, der nun mal für die Gamescom-Sachen zuständig ist. Da habe ich auch schon das ganze Layout für die Gamescom, bla bla blub. Das heißt, ihr könnt euch drauf freuen, auf das, was heute Abend kommen wird. Wird definitiv richtig cool. Das war's jetzt von meiner Seite. So.